Route 30, südlich nach Rosalia City. Rosetten City. Hier ist wieder ein Busch, können wir nicht mitnehmen. Behälter und hier ist bestimmt Mr. Pokémon. Ich mache mir jetzt ein Nutella-Brot, läuft. Die meisten meiner Besucher wechseln mich immer mit Mr. Pokémon, aber du bist extra für mich hergekommen, oder? Das ist wirklich sehr lieb von dir. Ja gut, hast du ein paar Aprikosen-Koko-Dinger, die Aprikoko-Bäume tragen? Tragen einmal pro Tag Frucht und können deshalb auch täglich abgeerntet werden. Ich habe sogar einen von meinem Haus. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokebälle und lassen sich für jede Menge andere Dinge benutzen. Sie können dir sehr nützlich werden. Dein Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken möchte. Ich glaube, das ist voll der einsame Mensch, der sich alleine jeden Tag hier einen wichst oder so. Keine Ahnung, warum freut er sich, wenn wir vorbeikommen? Nur weil wir geil sind oder was? Lara erhält Aprikoko-Box. Aprikoko-Box. Lara verstaut Aprikoko-Box in der Basis-Item-Tasche. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. So, damit du... damit bist du jetzt auch ein waschechter... Aprikenner. Alles klar. Dankeschön. So, Aprikoko. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Flop, flop, flop. Dran gerubbelt und eine Aprikoko-Grin. Was? Eine Aprikoko-Grin? Sehr geil. Da hätten wir noch einen Baum. Müssen wir dann auch noch ernten. Da ist wieder ein Pokéball. Und ein weiterer Kampf. Was soll ich tun? Ich kämpfe. Kratzer. Oh, ich hätte die Erkerknarre benutzen sollen. Boah, er fängt an. Boah, er ist Level 4. Das wird ein krasser Kampf, Leute. Meine Damen und Herren, das ist zu krass gerade. Boah, ich sterbe vor Spannung. Aquaknarre, los! Nein! Los! Ja, weil voll die Special-Effekte, Alter, wie das spritzt. Da kommt der Strahl raus. Aus dem Schlauch. Boah, mir geht voll gerade voll heiß hier. Ist voll krass gerade. Mir ist so warm gerade von diesem Spiel. Boah. Hut, Hut, in der Hut, im Ghetto. Krieg ich nochmal die volle Ladung ins Gesicht. Voll reingeottert. Wie er lebt noch. Witzig verarschen, Kratzer. Bam! Alter, der Tackle hört sich an, als würde eine Explosion auf meiner Nase. Irgendwie passieren, keine Ahnung, auf jeden Fall voll der krasse Scheiß. Als würde er sich selber in die Luft sprengen. Lars erhält 33 Erfahrungspunkte. Und erreicht fast das nächste Level. 7. Wow. Sehr gut. Komm, 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 komm. Und ich erhalte was? Gegengift. Jetzt kommen. Gegengift bedeutet immer, es kommen jetzt so langsam Pflanzen-Pokémon. Ist das hier eine Abkürzung? Ah, geht's zurück, ne? Komm, Trainer. Ich will gegen dich kämpfen. Komm her. Pokémon können Attacken nur so oft einsetzen, wie sie ihre Angriffspunkte dafür besitzen. Wenn ein Pokémon bla 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 bla, weiß ich. Ich will kämpfen. Was ist das denn hier? Die kämpfen gerade, glaube ich. Fratz, Fratz, Tackle! Was willst du? Das hier ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Ist das klar? Lass mich in Ruhe. Yo! Laber mir doch nicht so von der Seite an, obwohl ich habe ihn von der Seite angeredet. Egal. Was haben wir hier? Das Haus von Mr. Pokémon. Fragezeichen immer geradeaus. Lars, du bist mein Rivale. Oh Gott, nein, Liz! Ich weiß auch gar nicht, wie ich meinen Rivalen nennen werde. Vielleicht, wer ist denn böse? Wer ist denn sehr böse? Weiß ich noch nicht. Yuki, du wirst ein Stein. Tatsächlich. Oh, nicht schon wieder in der Hut. Voll krass in der Hut. Wir kämpfen uns jetzt natürlich die Aquaknarre rein. Komm, den Schlauch voll ins Gesicht. Spritz, spritz, spritz. Oh, Damage, Damage. Und der heult nur. Er heult nur. Aber mein Angriff sinkt. Aber es gibt nochmal eine Aquaknarre ins Gesicht spritzen. Blablabla. Das Problem ist, jetzt kommen gleich Pflanzen-Pokémon. Und Pflanzen-Pokémon sind sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. 24 EP, Level up, komm. Lars erreicht Level 7. Lars, ich liebe dich. Du bist so geil. Ich liebe mich selber. Lars, sie will sich entwickeln. Was? Nein, so schnell geht's nicht. So. Kann ich vielleicht von der anderen Seite mit denen quatschen? Ach, das ist hier gar nicht. Oder waren die ja gar nicht von der Seite? Entschuldigung. Egal. Bam, bam. Ein wildes Ratzfratz. Also Ratzfratz ist so ein Kandidat. Also, ich muss ehrlich sein, wenn ich Ratzfratz sehe, denke ich immer an Concrafter. Ich weiß gar nicht wieso. Also, Concrafter ist schon so ein Ratzfratz. Der ist richtig ratzfratzig. Ein Volltreffer. Oh, ich ziehe gerade meine Tastatur durch die Gegend hier mit dem Kabel von dem... Oh, mein Kabel ist zu sehr gespannt. Moment. Mein Schlauch.
So, besser. Besiegt. Darum brauchen wir wieder Zerschneider. Oh, ein Baum. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Flop, 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 flop. Gib mir deine Frucht. Ein Aprikoko. Ein Aprikoko. Das verstaut die Aprikoko in die Aprikoko-Box. Das Haus von Mr. Pokémon. Kein Fragezeichen dahinter. Ist es wirklich Mr. Pokémon jetzt? Ist das Professor Eichel? Hallo da, du musst Lara sein. Ich bin derjenige, der vorhin Professor Lind diesen Brief geschickt hat. Warum schicken die sich Briefe? Das sind alte Männer, die können doch nicht telefonieren oder WhatsApp oder SMS, wie auch immer. Er hat einen Hut auf. Das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Lara erhält Rätselei. Ein Rätselei. Lara verschaut Rätselei in bla bla bla. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Johto? In Johto hast du so etwas... Was? Was? In Johto? Hast du so etwas bestimmt? Noch nicht gesehen, was? Was? Ich dachte, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 2. Ich bin die 1. Nein, er war die 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eicheleich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind zurück. Hab ich nicht recht? Dann solltest du deinem Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Bam, 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 bam. Geheilt. Komm, Professor Eichel. So, miserate Goldcrafter. Eichel. Aha, du bist also Lara. Mein Name ist Professor Eichel. Ich bin vom Beruf Pokémon. Babbo. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Wie kann man Mr. Pokémon heißen? Ja, ich bin Mr. Gott. Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lind. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du da spazieren führst. Ich verstehe, du bist Professor Lind? Also bei deiner Forschung. Ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um deine Pokémon kümmert. Ich weiß. Dankeschön. In Ordnung. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas helfen? Sieh mal her. Das ist das neueste Modell der Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat und erledigt. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Lara erhält Pokédex. Alle, wie viele Sachen wir schon haben. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige dieses Pokédex. Oh, es ist schon wieder zu spät. Ich muss jetzt nach Dukatia City, um meinen Radiosender aufzeichnen. Bitte was? Der ist DJ? Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin noch einmal irgendwo über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen. Alter, die alten Männer machen sich nur von den jungen Damen die Nummern klar. What? Ja, klar. Ja, Handynummer, WhatsApp, alles. Krass. Darf ich jetzt wieder gehen, Professor Pokémon oder Mr. Pokémon? Jawohl. So, was haben wir hier? Nichts. Hier sind schon voll viele Items versteckt, die wir brauchen. Da ist ein Computer, den darf ich nicht benutzen. Da sind noch mehr Computer. Sind das Server hier? Krass. Randvoll mit Pokémon-Büchern und Fotobändern. Gib mir Items, gib mir Items, gib mir Items. Keine Items. Pokédex. Was haben wir denn hier im Pokédex? Im Pokédex haben wir gefangen, achso, 0 von 0. Wie kann ich hier blättern? Öffnen. Kanimani, Großmaul. Ich bin Großmaul? Es ist klein, aber zäh und stark. Es zögert nicht, jeden anzugreifen. Wenn dieser ihm zu nahe kommt, das passt. Ich bin auch ein Großmaul. Ich bin klein. Und ich bin wild. Richtig wild. Aber nur im Bett. Nein. Alles klar. Okay. Ich bin wild. Oh, hat man da gerade was gesehen? Egal. Ich bin wild. Details. Aha, aha. Unbekannt. Gebiet. Alle Anzeigen. Aha. GR. Was ist das? Gewicht. Aha. Oh. Ja, das passt. Die Frau ist fetter. Die Lara. Das passt wohl. Form. Männlich, ja, ist okay, ich bin männlich, ja, ist alles okay, wunderbar. Alles klärchen, alles im Rahmen des Machbaren. So, hier, wir können hier haben wir In the Hood und hier haben wir Concrafter. Ratzfratz ist sofort für mich jetzt Concrafter. Details. Aha, Tag, Nacht, mittags, morgens, alles klärchen, also wie alles angezeigt. Die Form, wie sieht denn so Concrafter aus? Männlich. Guck mal, männlich hat der eine längere Fresse. Nee, was ist das? Der hat längere Haare. Längere Schnurrbarthaare. Sehr geil.
Zurück. Wunderbar. Alles Klärchen. Wir können sogar suchen nach Pokémon. Wir sind komplett ausgerüstet, Leute. Läuft bei uns. Richtig krass. Lars, du wilder Hengst. Richtig wild. Telefon! Oh. Hallo Lars, es ist schrecklich. Alle sind tot, alle sind laufen Zombies rum, was? Wie soll ich das erklären? Ich weiß ja selbst nicht, wie. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Tüt, tüt, tüt. Alter, wenn jemand so eine Nachricht macht, ne, dann geht's ja nur um Tod. Schnell, wir nehmen unsere Turbo-Treter und laufen schnell zurück. Der Professor Lind ist in Gefahr. Wir müssen aber erst kämpfen gegen. In der Hood mal wieder. In der fucking Hood. Ein wildes Hood-Hood. Das Coole ist ja, dass gerade nebenbei auch welche zocken hier. Diese Version. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben. Ich spiele es natürlich extra langsam. Weil ich natürlich alles mitnehmen möchte. Ich hoffe nochmal, ich bin nicht zu langsam. Und ihr seid irgendwie noch am Start. Ich denke mal, ihr seid schon alle Level 100 mit einem Pokémon. Übrigens ist Soul Silver, soweit ich weiß, mit eine der schwersten Versionen. Wurde mir so gesagt. Ich habe keine Ahnung. Plus mit einer der längsten Versionen, weil es, glaube ich, 16 Orden gibt. Normal sind 8. 6, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es super viele Orden. Und ich habe Angst davor. Ihr wisst selber, Pokémon-Spiele sind sehr lang und dann noch die längste Version. What? Ich habe sehr viel Angst. Level up. Schade. Ich kann aber gerade mal in den Chat fragen, wie weit seid ihr denn gerade bei Pokémon? Genauso krass weit. Abkürzung. Hüpf. Jawohl, wir sind voll schnell, Alter. Ich kann da nicht runterspringen. Scheißegal, komm. Hüpf. Sollte ich mein Pokémon vorher nochmal heilen? Das hat eh kein Damage genommen, glaube ich. Egal. Es gibt 16 Orden. Ja, ja, ich weiß. Jetzt kann jemand spoilern, aber mir wurde schon etwas gespoilert, deswegen. Also wie viele Orden es gibt nur. Ich bin durch, du Lapp. Bitte was? Ich meine natürlich, dass ihr gerade mit mir quasi zusammenzockt. Das war so der Überlegung. Ich muss unbedingt noch eine Pokémon-Cap besorgen, eine richtig geile. Ich habe da welche im Angebot. Ich werde Millionen von Euro ausgeben. Wer kommt jetzt? Nein, der komische Typ. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Der beleidigt mich. Was ich damit sagen will, fragst du. Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich dir eben ganz genau, mein Pokémon hier ist auch nicht übel, wenn es erstmal mit dir fertig ist. Bleiben keine Fragen machen. Bitte Feuer-Pokémon, bitte Feuer-Pokémon, bitte Feuer-Pokémon versus. Feuer-Pokémon, 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 Herausforderung von Passant Junge, was? Nein, mein Erzfeind hat ein Pflanz-Pokémon. Scheiße. Er kann nur Heuler, er kann nur keine Pflanzen attacken, zum Glück. Level 5. Ha. Kratzer. Bam. Toll, mein Erzfeind hat ein Pokémon, was mein Pokémon auskontert. Schöner Start in den Tag. Ich denke, das ist mein Erzfeind. Es gibt ja mehr Erzfeinde. Alles klar, Nati. Nati holt auf. Für einen Schwächling hast du ganz schön was auf den Nippel. Was? Kasten oder sowas? Bam. Setz Tackle ein. Geht daneben. Was ist denn mit einer Aquaknarre? Macht jetzt frischen Damage gegen den Kollegen hier. Abspritzen. Der Typ ist mir sympathisch. Der Tackle. Bam. Aquaknarre. Los. Bam. Aus dem Maul in sein komisches Zeug. Ist nicht sehr effektiv. Warum mache ich das? Keine Ahnung. Ich mache jetzt schon scheiße. Egal. Wir können ja nicht. Wir können eh nicht verlieren. Es ist unmöglich, den ersten Kampf zu verlieren. Kratzer. Das sind 67 Punkte. Level up. Level 8. Holy moly. Lars lernt Raserei. Ja, wir sind wild. Und noch ein Level. Spieler besiegt Passant Junge. Du hast gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Lage mit 500 Pokédollar. Ich habe den 500 Pokédollar aus den Haaren. Pok, pok, pok. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Gib mir das. Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Ärgert mir. Hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja. Wie ist jetzt dein Name? Keine Ahnung. Wir haben easy gewonnen. Kein Problem für uns.
Weiter geht's. Wir müssen schnell zurück. Oh nein, da kommen wir nicht rüber. Schnell zurück. Hier hoch. Nein, hier unten lang. Professor, komischer Typ wartet auf uns. Hier lang. Nein! Noch ein wildes Pokémon. Lass mich raten, es ist Concrafter. Jawohl. Ratz, ratz. Los, Lars. Besiege Concrafter mit der Raserei. Was denn Raserei nochmal? Ist Raserei, war das nicht die Attacke, die Taube konnte beim letzten Pokémon-Part? Ich glaube schon. Oh ja, Raserei ist sehr böse. Bam. Naja, nicht so ganz böse. Ruhenschlag ist okay. Hallo, Mr. No-Name. Ich grüße dich im Chat. Und eine Aquaknarre. Easy, weggesnackt. Ratz, ratz, wurde besiegt. 32 EP. Easy. Bitte keine Spoiler im Chat übrigens. Ihr könnt mir gerne Tipps geben, aber keine Spoiler. Von wegen, geh dahin, mach dies und das und der das und so. Bitte nicht im Chat. Nicht Spoiler. Das ist blöd. Hi Lara, Kappa. Oh, die Polizei ist da. Was willst du hier? Ich stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die es in einem solchen Fall zu beachten gilt, lautet, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Oh, lass mich raten, unser Erzfeind hat das geklaut. Ein Moment mal, dieses Mädchen ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit der feuerroten Rahmen dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Oh, was ist das denn hier? Und du sagst, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Dann deutet alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Und kennst du auch den Namen dieses Jungs? Jung? So, wie heißt denn unser Erzfeind? Chat? Hat jemand einen passenden Namen, wie wir unseren Erzfeinden nennen sollen? Vielleicht heißt er ja sogar... Was? Achso, nee, du nicht, glaube ich. Wie nennen wir ihn denn? Chat, wie sollen wir unseren Ireno Jackson, ja Noxy, das ist definitiv mein Erzfeind bei Hearthstone, aber wie sollen wir den nennen? Wurstwasser? Noob ist auch, Kevin, Alpha Kevin, Muschischuh, Rivale PvP99XX, sehr schön, John Cena. Gegen John Cena würden wir ja verlieren. Lappen. Mülltonne. What? Also böse. Okay. Wir nennen ihn... Okay. Okay, Yuki. Du bist mein Erzfeind. Yuki ist mein Erzfeind. Die meisten wünschen das. Yuki. Du bist der Erzfeind, für meine Nase, von daher passt es. Yuki ist am Start hier. Yuki, mit roten Haaren. Nimm Samsung. Was? Noch XX. Wirklich? Noch XX? Warte. Also XX Yuki? XX oder was? Oder... Das ist schwierig. Diese Namen sind immer schwierig. Also, warte, klein, X, U, Yuki, X, fast nicht. Passt nicht, man kann nur ein X machen, das passt nicht. Dann nennen wir ihn... Ja, wir können ihn nur Yuki nennen. Und dann vielleicht noch ein Smiley dahinter. Einen bösen Smiley. Oder einen Nasen-Smiley. Yuki... Was haben wir denn hier unter Meer? Yuki...
Das ist schon der Smiley. Oder mehr der hier. Was ist das? Keine Ahnung. Koks. Das passt. Das passt. Das passt. Das ist Yugi.